Waschbär plus Nasenbär gleich Waschnase oder so ähnlich. Bevor es soweit kommen konnte, wurden die liebeskranke Waschbärdame und der auserwählte Nasenbärmann vorsorglich getrennt. Hauptsächlich, weil die verliebte Waschbärin anfing, ihrem Geliebten Fell auszureißen. Ob solch eine Kreuzung überhaupt möglich ist, ist eh fraglich. Stattdessen haben sich zumindest die Nasenbären im Tiergarten Odenkirchen dann wieder auf sich selbst konzentriert. Und das ist dabei herausgekommen. 9 zuckersüße Mini-Nasenbären. Also werden natürlich immer selbstständiger jetzt, so dass die Mama dann auch Schwierigkeiten hat, beziehungsweise die zwei hier den Kindergarten überhaupt zu beaufsichtigen. Da kann man nicht nach jedem gucken. Aber wenn die zum Beispiel zusammen in der Höhle liegen, dann ist es nicht ratsam, da reinzugehen. Als die beiden Kleinbärengattungen vor einigen Monaten gemeinsam in das alte Braunbärengehege gezogen sind, waren die Sorgen noch groß, ob sich die beiden überhaupt vertragen. Bis auf die kleine Fellausreißattacke läuft es in der WG allerdings spitze. Und weil die beiden Gattungen zu unterschiedlichen Tagesphasen aktiv sind, ist auch immer was los im Kombigehege. Während die Nasenbärmamas ihre Kleinen großziehen, wurden die Männchen erst einmal aus dem Gehege verbannt. Alle 9 Jungen dürfen übrigens nicht im Tiergarten bleiben. Wenn sie groß genug sind, ziehen einige in andere Zoos und Tiergärten um.